keine Ahnung, was das für ein Fahrzeug ist. Der Stoff kann schon mal nicht sein. So, da bin ich wieder. Kurze Störung. Auflösung kommt mir irgendwie komisch vor. Das ist 1600 mal 1200 und trotzdem sieht das in der Entfernung aus wie hingeschissen. Auf die Leitplanken müssen wir achten, das sieht echt kacke aus. Und jetzt kommt so eine scheiß Musik, das wird ja mal besser hier. Sind wir. Das ist auch eine sehr schwierige Route für geradeaus und 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 wow, rechts abbiegen und geradeaus und geradeaus und geradeaus und geradeaus und rechts abbiegen und links abbiegen. Believe what I saw, a lady in a turban looking at her future telling devices, and she said, man, you shouldn't be here, the time isn't right for you, you should have known before coming around, man, you shouldn't be here, the time isn't right for you. Geile Musik, ne? So, Sekret, wir haben eine Nachricht. Wie geht es dir? Erinnerst du dich noch an mich? Wie läuft es bei dir? Ich habe gehört, du hast als Brummifahrer angefangen, genau wie ich. Cool, ich wünsche dir viel Glück. Wenn du Lust hast, kann ich dich später anderen Kollegen vorstellen. Hans. Man, you shouldn't be here, the time isn't right for you, you should have known before coming around, man, you shouldn't be here, the time isn't right for you, you should have known before coming around. Deswegen will ich jemand Squawker werden. The time isn't right for you. Ein anderer Truck, das ist das Aufregendste, was in den nächsten 3 Stunden passiert. I don't wanna see your face around here. The time isn't right for you. I said the time isn't right. Was habe ich da eigentlich für Musik drin? Ich weiß schon, welche Musik drin habe. Ich habe einfach irgendwelche Sachen ausgewählt. Von der Seite. Der war free Music Commercials und liegt dazu in der Beschreibung. Der Typ sagt, er hätte sich selbst komponiert. Tja. Müsste dabei stehen, ob da eine Stimme dabei ist oder nicht. Was ist das da hinten? Geschnittener Pilz. Geschnittener und angestrichener Pilz. Eingeklemmt von einem. You should
Das mittendrin auf. Ja. Weiter nach Hannover, Magdeburg. Ich will aber gar nicht nach Hannover, Magdeburg. Doch, ich muss dann. Hannover, Magdeburg. Geradeaus, geradeaus. Ja. Oh ja, das wird noch eine aufregende Fahrt. Ich hasse das auch, dass das einfach vorkommt. Das wären jetzt 2 Stunden vergangen und dann sind es 10 Minuten. Ich spiel den Scheiß und mein Gott, ich muss ganz schön blöd sein. Stellt er das von alleine wieder runter? Seit wann macht er das? Das soll er ja. Ja. Nee, ne? Oh, nö. Oh. Ich glaub das jetzt einfach nicht. Wisst ihr was? Das werdet ihr jetzt schön mit mir nochmal machen. Weil ich das nochmal machen muss, also müsst ihr das auch nochmal machen. Weil ihr müsst alles sehen, was dieses wundervolle Spiel zu bieten hat. Zum Beispiel, dass man alles doppelt und dreifach macht. Jetzt ist es besser, aber die Framerate ist auch unten, also naja. Schreibt in die Comments, was euch besser gefällt. 15 Frames, dafür super Grafik oder
gute Grafik. Dafür 30 Frames. Ich kann natürlich auch super Grafik, super duper Grafik machen, ja. Und trotzdem komplett flüssig, allerdings kann ich da nichts aufnehmen. Bin ich witzig. Na toll, das wird Spaß machen. Na, das ist ja klasse, ey. Headset gerichtet und dann sowas. Und dann kommt auch noch eine E-Mail. Oh Mann, das ist scheiße. Man verzieht das Lenkrad und richtet sich das Headset und dann noch das. Und die haben wir schon bekommen. Also, nerv nicht. Zieh rüber, komm. Zieh rüber, nicht so weit. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Lust ich jetzt einfach noch habe, das hier zu wiederholen. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, morgens um 5 Uhr am Donnerstag, als hier entlang zu fahren. Das war zum zweiten Mal. Na toll. Das Problem ist jetzt auch, dass ich jetzt nicht mehr weiß, was ich kassen soll, und leck mich mit einer roten Ampel, ey. Leck mich einfach nur. An ganz bestimmten Körperregionen. Okay, das vergessen wir mal wieder schnell. Na immerhin, das hat es ja gebracht. Es sieht jetzt besser aus. Und wir haben 17 Frames, also flüssig genug für so einen blöden Scheiß, Drecks, Mist, Scheiß, blöden Drecks, Mist, super Mist, blöden, doofen Simulator. Ich weiß aber genau, wenn ich jetzt sage, ich werde nie mehr ein Simulator-Game spielen, dann fange ich wahrscheinlich morgen an. Dann hört ihr morgen von mir, willkommen zu Let's Play der Planer 4. Und wahrscheinlich übermorgen, willkommen zu Let's Play Bus Simulator 2009. Der Reihe nach, wir machen erst 2008, dann 2009 und dann 2010. Und wenn diese drei wunderbaren Software-Perlen dann unseren PC, unser Windows komplett zerstört haben, da alle Anklageversuche fehlgeschlagen sind, dann stehen wir blöd da. Und die Auflösung im Rückspiegel ist immer besser. Hätte ja sein können. Oh Mann, das wird lustig hier. Das macht uns doch einen Heidenspaß. Ich kann mir gar nichts Aufregenderes vorstellen, als hier Stunden meines Lebens zu verschwenden. Und ich brauche mich gar nicht beschweren. Ich let's play das Zeugs doch auch, Mann. Ich bin so blöd. Achtung, ein historischer Moment. Ich werde jetzt an meiner Charcoon Fire Glider auf das Lämmchen klicken und somit die Farbe des LEDs von grün über gelb zu rot variieren. Erledigt. Oh mein Gott, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich uns hier für Szenen bilde. Das ist einfach unglaublich, wie das schwarze Billigplastik mit diesen unglaublichen roten LEDs übereinstimmt. Der Kontrast ist einfach unbeschreiblich. Die Mona Lisa gehört in die Tonne getreten. Wir machen einfach ein Foto davon und hängen es ins Louvre. Dann erstmal machen wir Musik an. Everything begins. Instrumental.ogg. Jetzt haben wir 15 Frames im Teil, das ist auch gut.